Servus, grüß euch. Habe die Ehre, Andreas hier. Ich bin heute unterwegs in das Shopping Outlet in Paarndorf im Burgenland. Das ist Sonntag, der 19. Dezember. Verkaufsoffener Sonntag. Und ich wollte mal schauen, wie viele Leute da dann tatsächlich einkaufen an einem Sonntag. Und B, wollte ich einfach mal einen Rundgang machen, weil das ist eigentlich nicht unangenehm dort. Alles klar, fahren wir mal hin, schauen wir es uns an. Bis nachher. So, ich bin tatsächlich angekommen. Das MacArthur Glen Outlet Center in Paarndorf, so wie das im vollen Namen heißt, ist ungefähr 40 Minuten von Wien. Autobahn A4 Richtung Ungarn und ein paar Kilometer vor der ungarischen Grenze findet man das. Ganz groß angeschrieben, riesen Outlet Center, nicht nur also das, die Factory Shops, sondern alles, was zu so einem Gewerbepark dazugehört. Also hier gibt es Supermärkte, Restaurants, Kinos, das ist ein riesen Ding hier. Wir schauen uns aber tatsächlich nur das Outlet Center an heute. Es gibt dort ungefähr 120 Shops, man findet eigentlich alles, was man so sucht. Wie gesagt, es ist Sonntag, der 19. Es ist jetzt kurz vor 11 Uhr vormittags und es ist nicht viel los. Es ist natürlich mehr los wie an einem normalen Sonntag, weil normalerweise ist das Outlet Center ja geschlossen am Sonntag. Jetzt haben die mal offen. Ich hätte mehr erwartet. Schauen wir mal, wie sich das da drin verläuft. Na? Gut, starten wir unseren Rundgang. Der Rundgang selber ist ohne Kommentar, braucht es auch nicht, denke ich. Ich hoffe, es ist interessant für euch. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß. Thank you.
Thank you.
Thank you.
So, servus, da bin ich wieder. Rundgang beendet. Ungefähr 40 Minuten spazieren gehen durch die Anlage. Das reicht. Alles schön dekoriert. Also es ist natürlich alles für Weihnachten dekoriert. Die Shops haben dekoriert. Die Musik ist entsprechend alles sehr amerikanisch. Aber so kennen wir ja das Outlet Center. Ich war erstaunt, es sind doch relativ viele Leute da. Also für einen Sonntag war das jetzt gar nicht schlecht. Es ging ein eisiger Wind. Also ich nehme das jetzt auch wieder im Auto auf, weil draußen ist es also kaum möglich mit Mikrofon und Windgeräusche. Also es ist mit dem Wind furchtbar kalt. Aber trotzdem, es war schön. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Und vielleicht ist es ja von Interesse. Ja? Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert, drückt Like und drückt auch die Glocke. Dann verpasst ihr nie wieder was. Wenn wir uns nicht mehr hören, sehen, was auch immer. Ich wünsche euch ganz tolle Weihnachten. Und noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gell? Tschüssi, Servus und habe die Ehre.